Ich bin ein böser Junge. Ich bin Luca Laser. Luca Laser, ja. Kinderstar, Winter 88 bis Ende 88. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, du würdest mich kennen, aber Luca, ich bin ein großer Fan. Ja. Und ja, du bist ja hier, weil du Balthasar Brett angesprochen hast. Ja. Wer ist denn das? Und, das ist auch tatsächlich, kennst du dich ja mit dann aus, das ist ein 80er Jahre Kinderstar gewesen. Der hatte so eine sehr erfolgreiche internationale Serie, in der er einen Kinderbösewicht gespielt hat. Kam dann aber, ich weiß nicht, was bei dir der Grund war, kam dann in die Pubertät und ja, die hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ne? Stimmbruch, Pickel, Zahnspange und Hollywood hat ihn aussortiert und jetzt rächt er sich am Hollywood, am System. Okay. Was hat das mit dir zu tun? Warum bist du der perfekte Balthasar Brett? Ich glaube, weil ich Zeit hatte und ich mich finanziell mit Universal einigen konnte, haben sie gesagt so, dann lass den nehmen. Wenn kein anderer Zeit hat, dann macht er das halt. Ich finde die Jacke aber mega. Danke. Also selber Laser, gemacht? Die ist Laser. Die ist Laser. Laser, ja. Passt ja zum Namen. Das ist ein Mann mit Schulterpolster. Es gibt nur einen Schurken, dessen Modegeschmack so veraltet ist. Hallo! Balthasar Brett! Die alle loben dich hier, muss ich sagen. Mit den, also, wer ist alle? Die Besoffenen, die hier rumlaufen. Und die Putzfrau. Die fand ich super. Sabine. Sabine, die fand ich großartig. So als Oberschurke, was sollte man denn da so beachten? Ja, ich glaube, es ist wichtig, wenn man wirklich ernsthaft Oberschurke sein möchte, dass man halt auch böse ist. Ne? Und dass die Pläne, die man verfolgt, realisierbar sind. Und man sollte immer so ein bisschen auch Schuster bleiben bei den Leisten mäßig, sich nicht selbst übernehmen, weil ich glaube, das scheitert dann meistens. Ja, ja, verstehe. Gru hat ja in diesem Film... So gut, dass du auch Gru sagst. Ich habe immer Gru gesagt, aber ich habe mir auch sagen lassen, es heißt Gru. Gru. Ja. Gru. 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 Hat ja einen Zwillingsbruder. Ja. Dru. Der heißt Dru, genau. Ja. Ist der nicht einfach zum Liebhaben? Seht ihn euch an! Oh, aber mit Haaren wärst du noch besser. Dein Zwillingsbruder würde ja dann Kojo heißen, oder? Oder Coco. Oder Coco. Coco. Wie wäre denn Coco so? Coco hätte wahrscheinlich, wäre sehr hässlich, unfassbar untrainiert, würde wahrscheinlich nicht so gut sprechen können und er wäre wahrscheinlich sehr dumm, also das krasse Gegenteil von mir. Sehr, sehr dumm. Joke, ich muss dir einfach die Wahrheit sagen, das haben wir alles hier inszeniert. Du wirst nie Balthasar Brett sprechen. Ja. Das ist nämlich ein Casting für unser neues Ex-Moderatoren-Superhelden-Superschurken-Team. Ich würde es dir sogar glauben. Ja, es geht einfach. Gegründet von Florian Silbereisen. Warum Ex? Macht er das nicht mehr? Also wir haben so ein Analyse-Tool. Deine Karriere, es geht steil nach oben, aber es geht noch so ein, zwei Wochen maximal. Bei Klaas ist es zu spät, der geht direkt in Dschungelcamp. Aber weißt du, wir lieben deine Socken, wir lieben dein Lächeln, wir lieben deine Socken. Und, ich liebe euch auch, Leute. Ja, und deswegen, hätten wir dich super gern dabei. Ja, aber was machen wir denn? Marodieren wir durch die Straßen abends und... trinken viel Alkohol. Ja, gehen zum letzten Hieb hier in die Kneipe. Was wäre denn deine Superheldenkraft? Also ich hätte, glaube ich, tatsächlich extreme Käsefüße, was alle ohnmächtig werden lassen würde. Das wäre meine Stärke. Und ansonsten, ich bin nicht super stark, ich bin nicht super intelligent und man sollte mir nur Aufgaben geben, die auch ein Huhn erledigen könnte, weil dann ist es so für mich leistbar. Also ich kann Eier legen, um es mit anderen Worten zu sagen. Praktisch, ja. Mit Käsefüßen. Hallo, Gru. Was sagst du jetzt? Oh, Kinder! Welche Songs wären in deiner Playlist, wenn wir so eine Bank ausrauben oder wenn wir, keine Ahnung, Kinder schubsen oder so? Wenn wir eine Bank ausrauben, wäre More Money, More Problems von Puff Daddy. Okay, nee. Ja, generell ein Soundtrack meines Lebens ist Life is Life von Opus. Oder bei der Bank ausrauben wäre auch Banküberfall von der EAV. einer meiner Favorites. Ach du meiner Güte, komm schon, wird wieder ein Schurke. Ziemlich nette Sache das. Warum lieben alle so sehr das Böse? Warum alle das Böse lieben? Ich glaube, weil tatsächlich
man bei diesen Bösewichten in Filmen immer das Gefühl hat, dass die übermenschlich sind. Die sind immer so, James Bond, ne, der läuft in einer Minute läuft er über die Dächer von, keine Ahnung, wo das war, dann springt der parkourmäßig auf den Kran, dann fährt er mit dem Motorrad auf einmal über die gleichen Dächer. So, das passiert mir im ganzen Leben nicht, das passiert dem in 30 Sekunden. Und ich glaube, das ist so die Wunsch- und Traumvorstellung. Wobei, James Bond ist ja gar kein Bösewicht, oder? Ja, wohl, der ist ja klassisch ein Anti-Held, aber das führt, das führt zu weit, liebe Kinder. Ist er? Der kann ja alles, ne? Der kann ja alles. Machst du das tatsächlich für Kinder hier? Nein. Was? Doch. Weil du sagst, liebe Kinder. Doch. Hast du so ein demografisches Bild von, ja, ist das ernüchternd? Sehr betrunkene Kinder, oh Gott. Schon ab 6, die so Kinder, die so Klebstoff riechen und so. Oh Gott. Nee, aber tatsächlich, ich glaube, dass das Böse einen deswegen fasziniert, weil die wenigsten von uns wirklich böse sind. So. Seid ihr zwei jetzt etwa schon? Ich meine, hallo, mein Schatzchen. Oh, oh, voll erwischt. So good, but I'm so bad. I guarantee I'll be the greatest thing you ever had. Both on the huggy band, on the kissy face, please. Wir haben noch ganz schnelle Fragen, damit du in unsere Gruppe aufgenommen wirst. Wie wäre dein Superschurken, Ex-Moderatoren, Superheldname? Joko Schoko, die einarmige Spinne. Dein Lieblingseis? Pistazie. Lieblingsgeschmack Kaugummi. Hubba Bubba Cola. Lieblingsfarbe, weil so wird dein Anzug aussehen. Beige. Passt zu Käsefüßen. Lieblingstier. Frosch. Name unserer Truppe. Bis jetzt sind wir die Überspitzen. Die Überspitzen? Ja. Finde ich ein bisschen schwierig. Vielleicht sollten wir es irgendwie Flodders nennen oder so. Ja, die Flodders. Ja, die Flodders, ja. Gab's noch nicht. Hast du noch einen Gruß an alle Minions da draußen? Babidi-Bubi, Babidi-Bubi. Danke dir. Danke dir. Das war ein großes Fest. Gleichfalls.